Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dave the Diver. Und wir haben vor, in dieser Folge wieder zurück zur Gletscherpassage zu gehen. Jetzt müssten wir das ja eigentlich mit unserem neuen Anzug hinkriegen. Ich hoffe. Ich hoffe, der ist jetzt gut genug. Vielleicht reicht es immer noch nicht aus. Wir werden sehen. Falls dem so ist, dann müssen wir halt doch ja, noch ein bisschen Geld verdienen und nochmal aufwerten. Unseren Anzug. Aber eigentlich bin ich guter Dinge, dass das jetzt hinhaut. Mal sehen. Falls nicht, haben wir noch genug Aufgaben, die wir sonst wahrscheinlich erledigen können. Wieder irgendwas sammeln oder so. Irgendwas gibt es ja immer. So. Seespinnen sammeln, sehe ich da gerade links. Und Beleuchtung ist noch. Okay. Ich finde heraus, wird die Beleuchtung installiert. Ja, das hatten wir sonst auch noch zur Not. So, ab, runter. Oh Gott, ich habe ihn ja gar nicht gesehen. Nee. Hol ich mir den jetzt noch? Nee, nee, wir gehen weiter, komm. Wer weiß, wie viel der noch braucht. Lassen wir mal. Vor allem hätte uns der jetzt gleich wieder gehittet. So, wo sind wir denn hier? Ah ja, stimmt. Da war was. Wieder Rätsel, ne? Jetzt weiß ich natürlich noch nicht, was hier genau los ist. Also das da muss schmelzen, ne? Oh, okay. Wo ist denn hier überhaupt Licht? Wo geht's denn hier los? Das hier ist zu, okay. Da. So, wie machen wir das jetzt mit der Kugel? Wo muss die hin? Ich weiß es nicht. Noch strahlt die nichts aus, oder? Ach doch, ach, die strahlt schon. Okay. Okay. Warte mal. Ja. Oder nicht? Ich weiß es nicht genau. Warte mal. Aber hier irgendwas? Wo muss die denn hin? Am Anfang. Hier ist alles dicht. Muss ich die hier irgendwo hinbringen? Hier? Ah, da muss die hin. Okay, okay. Ich stehe davor. Na, komm. Na, damit wollen wir zumindest das da schon mal auf... Oder? Ja. Aber wir müssen das unten halt auch noch schmelzen. Ja, die Eiswand ist geschmolzen. Rein geht's. Na, noch nicht ganz. Wir haben ja hier unten noch mehr. So, jetzt haben wir das. Schon mal gut vorbereitet. Jetzt kommen wir hier lang. Sehr gut. Ah, das muss noch. Okay. Haben wir uns das hier auch noch geholt. Sehr gut. Jetzt können wir oben weiter. Wir können uns die Muschel mal nehmen. So, wie geht's jetzt weiter? Nehmen wir mal. Wir haben ja schon ein bisschen was verschossen. Oh. Hier ist auch ein riesiges Wandbild. Ich sollte ein Foto machen und das Bacon zeigen. Nee, genau andersrum. Ach, ja, man sieht hier schon wieder nichts. Moment. So geht das nicht.
Problem ist, ich sehe gerade auch gar nicht so viel, weil hier gerade volle Pulle die Sonne reinscheint. Und wir haben leider immer noch keine Rollos. Na, geht das so? Ja. Ja, ne? Ja. Wunderbar. Das hätten wir dann. Und nun? Geht das hier noch weiter? Nee, ne? War es das jetzt? Ah, da. Warte mal. Da. Aha. Hast du nicht erkannt? Das nächste Rätsel. Ich verstehe. Die Spiegel hier sind nicht gut ausgerichtet. Kann man sie anders ausrichten? Bestimmt. Aber muss ich jetzt die Kugel von hinten holen oder gibt es hier eine neue? Ah, da gibt's eine. Okay. Wollte schon sagen, ich werde nicht den ganzen Weg zurückrennen. Schwimmen. So. Ja. Okay. Warte mal. Ist dann noch ein Spiegel irgendwo? Nee. Okay. Hört dann nix. Machen wir das hier? Ich meine, der muss so, ne? Anders geht das, glaube ich, nicht. Anders wird's nicht. Ah, man kann ja nach oben fahren, ne, wenn ich es richtig sehe. Ah. Gut. Das erklärt einiges. Und nun? Ah, da ist der nächste. Okay. Warte mal. Was anderes kann ich damit nicht machen. Oh. Aber den, den kann ich auch ziehen. Okay. An die Mechanik muss ich mich erstmal gewöhnen. Das theoretisch hier durch, ja. Okay. Jetzt habe ich zwei, die ich verschieben kann. Wo muss es denn hin? Dahin. So. Das war noch einfach. Ich dachte, das wird komplizierter, ehrlich gesagt. Gut, die Eiswand, die den Ausgang blockiert, ist weggeschmolzen. Wenn ich jetzt hindurchgehe, sollte ich die Tür zum Gletscherbereich finden. Ah, ist wirklich kalt. Ich könnte jetzt eine heiße Tasse grünen Tee gebrauchen. Ja, würde ich auch nehmen. Würde ich auch nehmen. Zu dunkel, um etwas zu sehen. Genau nachdem ich diese Frucht getroffen habe, hat sie angefangen zu leuchten. Ich sollte sie benutzen. Okay. Können wir machen. Ja, geil. Oh, ja, geil. Hi. Der ist groß. Verdammt. Ich hätte gern erstmal oben die Dingens gehabt. Oha. Und weg. Ach, was ist das denn? Dieser Garten ist gigantisch. Das ist doch unwirklich. Zum Glück ist er angekettet. Ich kann auf der Strömung entkommen. Okay, tschüss.
Tschüssi. Tschüss. Ich dachte schon, ich muss gegen ihn kämpfen. Ich hatte schon voll Schiss. Ich bin gerade sehr froh, dass wir nicht gegen ihn kämpfen müssen, ehrlich gesagt. Aber vermutlich noch später, ne? Das Ding sollte aufgrund seiner Größe nicht entkommen können. Jetzt müssen wir bloß mit dieser Strömung hier rauskommen. Ja. Scheint. Gerade. Oh nein, unmöglich. Ich bin tot, wenn er mich erwischt. Ich verschwinde lieber. Ja, ciao. Oha. Mehr muss ich nicht machen. Okay. Oh, ja, ich sehe schon. Au. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh je. Und ich sehe kaum was, weil die Sonne so krass auf meinem Bildschirm scheint. Ich schwimme gerade so ein bisschen auf Verdacht, ehrlich gesagt. So dunkle Passagen sind da nicht sehr gut. Wäre das andere nicht schon gemein genug? Oh! Viel zu schnell dafür. Oh Gott. Vor allem, gleich brauche ich Sauerstoff, wenn es weitergeht. Irgendwas scheint nicht zu stimmen. Ich glaube, da kommt gleich ein Angriff. Was mache ich denn nur? Ja, das weiß ich auch nicht. Warte, das ist die Frucht des göttlichen Baums. Licht ist verhasst, wenn ich sie also treffe. Ja, hopp! Jetzt mach doch! Warum nicht? Hä, was ist das denn? Warum konnte ich das denn jetzt nicht schlagen? Er hat nicht geschlagen. Hä? Was ist das denn? Ja? Ich weiß nicht, was ich denn machen soll, ehrlich gesagt. Ach so, deswegen. Ja, okay. Habe ich nicht verstanden, die Mechanik, ehrlich gesagt. Hat sich mir gerade nicht erschlossen. Beim ersten Mal nicht. War jetzt eher Zufall beim zweiten Mal, dass ich gesehen habe. Okay, hier ist Ende. Hoffe ich. Hm, Sackgasse. Es gibt keinen Ausweg. Meine Güte. Ja, also. Ich hoffe, er hat sein letztes Testament gemacht. Beziehungsweise wir. Oha. Oha. Was für ein Glück. Das war knapp. Er ist wohl ohnmächtig geworden. Nach dem Schlag von vorhin hat sich ein Weg geöffnet. Schnell weg, bevor er wacht. Ja, aber ganz, ganz schnell. Hopp, hopp. Jetzt bräuchte ich echt mal Sauerstoff. Oh Gott, der kommt doch gleich schon wieder, oder? Ja. Der war nicht sehr lange ohnmächtig. Er ist schon erwacht. Was für eine widerliche Kreatur. Schnell weg. Aber ganz schnell. Oh Gott, Hilfe. Ah! Oh Gott, das ist viel zu schnell hier alles. So schnell kann ich gar nicht reagieren. Ui. Oh Gott. Oh, das ist nichts für mich. Scheiße. Oh, habe ich die Kreatur abgehängt? Was ist das für eine Vibration? Ich will nicht mehr. Tod? Ich sollte nicht unvorsichtig sein. Die Strömung fließt wieder nach rechts. Da sollte ein Weg nach draußen sein. Laufen wir davon, bevor sie erwacht. Vielleicht eher schwimmen, aber okay. Oh Gott. Nein, nicht schon wieder. Ich will nicht mehr. Au. Ja, da ist er doch schon wieder. Ich kann auch ein bisschen abbremsen. Oh, ja.
Hätte ich vielleicht tun sollen in diesem Moment. Aber ich traue mich gar nicht abzubremsen, weil ich Angst habe, dass sie da gleich wieder von links auftaucht. Licht. So kann ich entkommen. Ja, dann schnell. Schnell, 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 schnell. Oh, Kuh. Was? Oh Gott. Eh. Was ist jetzt los? Habe ich ja gar nicht mit gerechnet, dass jetzt noch so ein Quicktime-Event da reinkommt. Oh Gott. So, und nun? Ich bin entkommen. Ich muss den Eingang versperren, bevor die Garde uns hierher kommen. Gut, wenn ich jetzt diesen Steinhaufen anstoße. Ja, dann los. Schnell. Hopp, hopp. Gut. Oh, oh. Nein. Was für ein Glück. Was für ein Glück. Wer hat uns da gerettet? Ach Mensch. Ja, hi. Dankeschön. Suwam. Ey, Menschen sind nicht so vertrauenswürdig. Dich hätten die Tiefseefische schon längst gefressen, wenn ich nicht für dich da gewesen wäre. Diesmal gebe ich es zu. Danke, Suwam. Nun geh und find heraus, was im Gletscherbereich passiert, Mensch. Ich dachte nicht, dass es hier so kalt ist. Ich werde erfrieren, wenn ich weiter runtergehe. Ach, du hilfloser Mensch. Das ist also keine Ausrüstung in der Kleidung, um dich vor der Kälte zu schützen? Naja, ich muss erst zu Kuppa zurückkehren und ihn fragen. Vielleicht hat er was, das mich vor der Kälte schützt. Dann haben wir also keine andere Wahl. Gehen wir ins Dorf zurück. Siehst du einen Riesenspiegel da hinten? Aktiviere ihn erneut und du wirst ins Dorf befördert. Du ziehst den rechten Hebel, ich werde den linken ziehen. Wie kam er hierher? Ist so meine Frage. Was tust du da? Greif den Hebel auf der rechten Seite, Mensch. Ja, okay. Lass mir doch ein paar Minuten. Ich muss ja erstmal überlegen, was hier los ist. Erstmal Resümee ziehen. Alles klar, auf mein Signal ziehen wir gleichzeitig diese Hebel, okay? Okay. Wie kam Suwam dahin? Das ist so für mich die große Frage. Gut, jetzt können wir direkt vom Dorf aus hierher kommen. Geh zurück ins Dorf und find einen Weg, die Kälte zu überstehen, Mensch. Zaza. Menschen sind so zerbrechlich. Das ist undenkbar für einen überlegenen Krieger wie mich. Suwam. Dann machst du alleine. Deine Flosse zittert schon seit einiger Zeit. Ist wirklich alles in Ordnung mit dir? Wovon redest du? Du isst dich eindeutig, Mensch. Gehen wir erst einmal zurück ins Dorf. Achi! Wie geht? Ich glaube, ich habe Grillen in der Nase. Ich glaube, dem ist auch kalt. So, das war doch sehr erfolgreich. Oh, du bist hier. Wie war der Gletscherbereich? Da war ein riesiger Garten in der Passage. Also, der Gletscherbereich ist zu kalt für mich, um ihn zu erkunden. Ich brauche etwas. Mit deinem leichten Tauchanzug bist du für die Erkundung des Bereichs sicher schlecht ausgerüstet. Unsere Leute tragen Kleidung gemacht aus der Frucht des göttlichen Baumes, um der Kälte zu trotzen. Ich bin neugierig. Können deine Leute mit Stoff aus der Frucht des göttlichen Baumes schneidern? Schneidern? Cobra oder Dr. Bacon könnten wissen, wie. Du scheinst talentierte Freunde zu haben. Nimm diesen Stoff und frag deine Freunde. Ha, Stoff aus der Frucht des göttlichen Baums. Ich muss ihn zu einem Anzug schneidern lassen, der mich vor der Kälte schützen kann. Okay, sehr cool. Dann tun wir das doch. Ich bin gespannt. Ob wir... was wollte ich sagen? Ob der Anzug denn anders aussieht. Oder ob der denn trotzdem noch so aussieht. Fände ich eigentlich cool, wenn der dann irgendwie anders aussehen würde. Aber guck mal, jetzt können wir hier auch direkt zum Gletscher. Mit dem Spiegel. Also mit unserem Spiegel dann wahrscheinlich auch auf dem Boot. Nehme ich jetzt mal an. So. Sehr schön. Wir sind bei 20 Minuten. Das heißt, wir können hier auch... Oh. Oder auch nicht. Wer ist das denn? Hallo? Clara. Was ist los? Du fährst auf einem Floß.
Mein Name ist Clara. Ich hätte nicht erwartet, bei diesem Sturm einen Menschen auf dem Meer zu treffen. Hast du hier in der Nähe einen weißen Hai gesehen, Kleiner? Nein. Ich habe viele Haifische gesehen, aber keinen großen weißen. Das kann doch nicht wahr sein. Klaus, der Feind meines Mannes muss hier irgendwo sein. Alle Spuren führen mit Sicherheit zu diesem Ort. Klaus wird bekanntlich nur an stürmischen Nächten gesichtet. In einer stürmischen Nacht wie dieser hat es meinen Mann erwischt. Das war vor 36 Jahren. Er wird sicher hier erscheinen. Alles führt mich hierher. Übrigens, ich bin aufgetaucht und habe gemerkt, dass sich das Gelände jedes Mal verändert hat. Oh, du irrst dich nicht. Das Meer ist hier sehr verwirrend für Neuankömmlinge. Mensch, ich habe einfach nicht genug Zeit, um mich daran zu gewöhnen. Kleiner, kannst du Klaus für mich finden? Ich? Ja, du kennst diesen Ort. Ich muss ihn finden, bevor der Sturm vorüberzieht. Find ihn einfach und ich kümmere mich um den Rest. Hilf einer alten Dame, bitte. Oh, sie sieht sehr verzweifelt aus. Okay, ich muss ihn nur noch finden. Also gut, ich werde das Gebiet absuchen. Ah, wirklich? Danke, Kleiner. Lass von dir hören, wenn du das Versteck von Klaus gefunden hast und ich komme sofort zu dir. Okay. Ich hoffe, der Sturm hält noch eine Weile. Zeit für Rache. Finde heraus, wo... Ah, nee. Warte. Finde den Wirbel schon wieder. Oh. Moment. Wir gehen jetzt erstmal kurz zur Farm und dann würde ich die Folge beenden. Und wir können ja in der nächsten Folge Rache üben an Klaus. Das ist noch nicht fertig, ne? Nö. So. Erstmal hier. So. Oh, wir haben gar keine Samen mehr so richtig. Muss ich gleich erstmal welche kaufen. Das Gute ist, wir müssen gar nicht gießen. Hat das Hühnchen jetzt auch schon ein Ei wieder? Ja, Standi, Sora, habt ihr was? Ja. Problem ist, dass seine Plaudertasche ist. Nö. Nee, ne? Hier werden denn die Eier vielleicht. Ist aber nichts drin. Okay. Dann gucken wir mal kurz. Was ist denn hier eigentlich? Ach, nix. So, ich bräuchte da Sachen. Wir nehmen mal Weizensamen. 2 Stück. Mich. Huch, nee, das wollte ich nicht. Karotten, 2 Stück. Aubergine, 2 Stück. Knoblauch, 2 Stück. So, reicht erstmal. Wir haben ja gar nicht so viele Felder. So, so. Na, warum geht das nicht? Geht so. Das Feld schon belegt war. Okay. So, gießen müssen wir ja nicht. Es regnet wunderbar. Wir brauchen die Gießkanne überhaupt nicht. Finde ich gut. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis zum nächsten Mal. Bye.